Hallöchen Leute, wir sind am Maikao Beach und möchten uns mal die Meeresschildkröten ansehen. Die letzten Tage hier in Phuket, bestes Wetter, 33 bis 35 Grad, trocken, und ich fuhr nicht mit dem Motorrad in der Weltgeschichte rum. Wir machten entweder alles zu Fuß oder fuhren mit dem, wo ist es? Tuk-Tuk. Da kommt unser Driver, bei dem gibt es immer sehr gute Preise, muss ich sagen. Schon Schildkröten gesichtet, Rita? Nö. Fliegt wieder einer Richtung Heimat. Auf den Fotos, die wir sahen, tummelten sich hier Dutzende Schildkröten, große und gerade geschlüpfte, aber nicht eine von denen zu sehen. Einer der wenigen Strände in Phuket, an dem man keine Menschen sieht. Da hinten entsteht aber scheinbar ein Ressort. Das Ressort existiert schon länger. Wird nur ausgebessert überall. Habe schon das zweite Mal Pech mit den Schildkröten. Die wollte ich mir vor 2 Jahren auch schon mal ansehen und fand auch keine einzige. Scheint wirklich eine größere Renovierungsarbeit zu sein. Der Driver kennt wahrscheinlich noch eine andere Location. Wir fuhren ein ganzes Stück weiter, befinden uns aber noch immer am Maikao Beach. Und in der Ecke sollen wir endlich Schildkröten zu Gesicht bekommen. Hier gibt es eine Station, die kümmert sich um kranke Schildkröten. Hallo, Sawadikab. Die werden dann hier gepflegt und, soweit wir gehört haben, nicht mehr ins Meer ausgesetzt. Mal dem Jan, aber ich kann mir irgendwo nicht vorstellen, dass es hier zu dem Schildkrötencenter geht. Eine richtig noble Anlage hier. Doch, den steinernen Vetter haben wir schon mal gefunden. Ja. Die Becken sind leer und da sind gerade mal 2 drin. Das ist praktisch die ganze kleine Anlage, mehr gibt es hier nicht. Ja,
gleich nochmal wieder. Schöne Schildkröte. Nee, da sind keine. Hier nicht. Da auch nicht. Ja, Leute, das wird ziemlich großartig angekündigt, dieses Center, diese Foundation. Liegt weit außerhalb, fast eine Stunde Fahrt. Und ob sich das wirklich lohnt, naja, ich glaube weniger. So, mit diesen Bildern von Patong möchte ich mich aus Kuppe verabschieden, Leute. Die eine Woche mit Rita und Jan sind um. Und ich werde mich mal langsam auf den Heimweg machen. Mit den beiden macht es einen riesen Spaß die Woche lang. Wir waren, wie gesagt, viel unterwegs, zu Fuß, mit dem Tuk-Tuk und so weiter. Und auch viel ohne Kamera. Guten Morgen zusammen. Gestern lobte ich das Wetter ja über den grünen Klee. Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. Und heute sieht es dann wieder so aus. Regnete die ganze Nacht und soll die nächsten 10 Tage auch so bleiben. Also nicht die besten Voraussetzungen, um nach Hause nach Hua Hin zu fahren. Wahrscheinlich hätte ich besser den Mund gehalten. Happy, happy! Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren stark und lasst es euch gut gehen. Guten Morgen, Leute. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich mal wieder im strömenden Regen unterwegs. Und diesmal ist wirklich hart. Also regnet ununterbrochen. Hier gerade meine Regenpause. Auf den Straßen steht Wasser 20-30 cm hoch teilweise. Und ohne die Regenjacke, die Rita mir aus Deutschland mitbrachte, wäre ich aufgeschmissen diesmal. Nacht bis auf die Haut. Eigentlich wollte ich ja noch nach Cao Lac mir das nochmal ansehen und dann über Ranong zurück nach Hua Hin. Aber ich fahre jetzt bei dem Wetter auf dem direkten Weg nach Hua Hin. Auch von unterwegs keine Aufnahmen mehr, Leute. Ist mir einfach zu viel jetzt bei dem Wetter. Und wir sehen uns dann demnächst in diesem Theater irgendwann wieder.